Dominik Hobby, wow, zur Zeit läuft's. Dritter Sieg in Serie, zwei sehr wichtige Siege gegen den AC Olten können einfahren im Kampf um den direkten Playoff-Platz. Wie ist die Stimmungslage? Ja, fantastisch natürlich, Garderobe. Die Jungs haben Freude, die letzten drei Spiele gewonnen. Wieder mal mehr als ein Goal schiessen können. Sie sind reingekommen. Wir haben immer gekämpft, kann nie aufgeben und sind jetzt die letzten drei Spiele belohnt worden. Ja, vor vier Spielen sind wir noch da gestanden und haben darüber diskutiert, wieso das aktuell die Goal nicht gefallen. Und jetzt sind 15 Goal in den letzten drei Partien gefallen. Ja, woher kommt das? Ja, wir haben sicher ein bisschen justiert. Wie ich glaube letztes Mal schon gesagt habe, der Drive auf das Net, den haben wir nicht so gut gehabt wie die letzten drei Spiele. Und wenn du das einfach Shift für Shift machst, öffnet es mehr Raum für einen dritten oder vierten Spieler, der hinten reinkommt. Und so haben wir zwei, drei Goal schiessen können in den letzten drei Matchen. Und nachher, wenn du mal zwei, drei hast, dann hast du Selbstvertrauen zurück und nachher hast du das Glück zurück und dann kriegt sie auch wieder mal für dich. Das Selbstvertrauen, das man aktuell auch gerade bei dir sieht, dein Goal zum 1-1 Shorthand, ist sehr, sehr wichtig für den HC Thun, gerade zu dieser Situation. Ja, wir haben bei der Auslesung ein bisschen Glück gehabt dort. Nachher haben wir super gerade Druck gemacht. Die ist sofort unter Druck gewesen und konnte vor eigenen Blauen fast allein aufs Goal. Und ja, ich habe eigentlich das gemacht, was ich letztes Jahr immer in den Penaltys gemacht habe. Und zum Glück ist es rein. Und gestartet sind wir in dem Sinn wieder nicht so gut. Und umso schöner haben wir es heute können, mal souveräner über die Runden bringen. Ein Start, der gegen GCK Lions am nächstes Spiel sehr, sehr wichtig wird sein, da man auf eine läuferisch starke Truppe trifft. Was erwartest du von dieser Partie? Ja, vieles. Jetzt müssen wir den Schwung mitnehmen. Ob schon sie sicher auch eine gute Mannschaft sind, aber das Selbstvertrauen mitnehmen. Never too high, never too low, aber sicher mit aufgestellter Brust auf die Küsnacht fahren und die nächsten drei Punkte holen, ist enorm wichtig jetzt. Gratuliere zum Sieg, Dominik Hobby. Gute Erholung und bis zum GC-Match. Danke. Jonathan Lang, congratulations. Sunday morning, you arrived in Switzerland. Monday evening, you scored your first goal and assist. Nothing to complain about. No, I mean, I felt pretty good out here. I mean, all the guys here are welcoming, so it was an easy transition. So, it was actually your first game since a long time. How do you feel? Yeah, I mean, it took a little bit to get into it, but I think you just pick it up pretty easy. I mean, you've been playing this for a while, so it felt pretty good out there. The next few days are without any games, lots of time for practice. What do you want to focus on the most? I think just building some chemistry with the guys. I mean, just getting to know them a little bit better, getting to know the systems a little bit better, and just have a feel out there again. I mean, it's slowly starting to come back, so it feels good. And what do you think we can expect from you in the next few games? I mean, hopefully some more goals. I mean, a lot of speed. I mean, just hard play. That's about it. Thank you, Jonathan. Have a good evening and congratulations.